Hallöchen und willkommen zurück bei Conarium. Oder Conarium. Oh boy. Was da letztes Mal abging. Wir wurden von einem riesigen Tintenfisch gegrabt. Nachdem wir mit dem U-Boot unterwegs waren. Unter Wasser. Und ja, jetzt sind wir auf jeden Fall erstmal wieder zurück zur Arktisstation befördert worden. Warum auch immer. Ich glaube, ich habe den Shortcut genommen. Ich hätte wahrscheinlich nochmal die Türen checken können, aber... How did I get here? When? What the hell? Okay, es geht langsam wieder. Okay, also anscheinend sind wir jetzt irgendwie in der Höhle gelandet. Was mit dem U-Boot passiert ist, wissen wir nicht. Sieht von der Architektur aber ähnlich aus wie vorher. Scheinen ja wohl alle miteinander zusammenzuhängen, irgendwie durch die... durch Tunnel, durch die wir halt auch gefahren sind mit dem U-Boot, diese Höhlen. Und hier haben wir jetzt wieder irgendwas Fremdartiges. Oh, es meldet sich wieder jemand. To other expedition parties. Is there anyone who can read me? One person is dead, and two others have been injured by the partial ice cave collapse. There is something here with us. Do not come through our expedition route. I repeat, do not come through our expedition route. Yes, I read you. This is Frank. For God's sake, what happened? And please, tell me where I can find you. Frank. Do not stray from your path. We have come across something terrible. Do not come here through our expedition route, no matter what happens. It looks like this fiendish netherworld depends on some kind of energy. An energy that is stored in curious stoneworks similar to an obelisk with crystals on top. And they are able to clear away some of the strange plants. Dr. Faust? Dr. Faust? Oh, come on, not again! This is nonsense. I cannot understand what is going on. Ja, same here. Was? Sollen nicht dem Pfad folgen, aber wie sollen wir sie denn dann retten? Oder uns retten? Okay, es scheint also doch Feinde zu geben oder Monster. Die etwas Schreckliches gefunden haben. Das schon wieder. Gucken wir uns einfach erstmal ein bisschen um. Ja, hier ist wieder dieses Pflanzengeflecht. Da drüben ist Licht. Was ist auf der anderen Seite? Ich komme da erstmal nicht durch. Stab. Looks like something's missing here. Ah, der Kristall. Mir gesagt, der sendet Energie aus. Beziehungsweise wahrscheinlich muss er mit Licht getränkt werden und dann da rein. Da war zwar ein Kristall auf dem Boden, aber ich konnte ihn ja nicht aufheben. Das ist schon ein bisschen seltsam. Da ist ein Kristall. Kann ich mit dem was anfangen? Nö. Anscheinend nicht.
Hier, das ist noch ein Weg. Ich muss kurz mal wohin, bin sofort wieder zurück. Okay, weiter geht's. Gut, gehen wir mal diesen Gang entlang. Vielleicht finden wir hier was. Okay. Bin mir nicht ganz sicher, was ich mit dieser Konstruktion anfangen kann oder soll. Aber hier ist was. Es hat sich was getan. Hatte ich nicht noch eine Axt? Ja, kann ich damit nicht die Kristalle abschlagen? Nee. Ich dachte, das Ding wäre echt. Okay. Eigentlich muss ich da irgendwas reintun. Ja. Und dann wird es nach oben getragen. Ich habe aber nichts, was ich da reintun kann. Also mir fehlt definitiv irgendwas. Bin mir halt nur nicht ganz sicher, wie ich diese Kristalle hier nutzen kann. Ich habe ja noch meinen treuen Handschuh. Kann ich den denn benutzen, um irgendwas zu finden? Weil diese Kristalle sind hier überall. Ich kann damit aber halt nicht interagieren. Was war das? Kam ich, aber hier gibt es auch noch einen Weg. Hier rechts. Da geht's so. Ah, look at this. Oh Gott. As I predicted, a race reptilian in physiology lived inside these ruins after the original builders, the elder things, left the area after some unknown cataclysmic event. Now lost in an archaic and lost chapter of Earth's history. This relief depicts some reptilian creatures treating an elder thing with reverence. And the other relief with four tall figures, I believe symbolizes empty vessels. Huh. Golems. We've seen the same vessel figures depicted as assuming different roles several times in most of the murals or reliefs we've come across so far. Diese Dinge haben wir schon mal als Zeichnung gesehen in unserem Notizbuch. Das sind wahrscheinlich die Golems. Und ja, hier haben wir wieder diese Wesen. Und das hier kennen wir schon. Das soll die Gottheit sein. Okay. Der Raum hier sieht interessant aus. Okay, das sind die Obelisken. Kann ich das mit der Axt freiräumen? Ja. Aber das Eis ist doch weg, oder muss ich... Ah, hier, okay. Jetzt. Der kleine Kiesel im Weg noch. Okay, come on, jetzt. Okay, das funktioniert. Jetzt müssen wir das Ding nur noch in die richtige Position bewegen.
Hier, der Strahl leuchtet auf die Wand, aber das bringt nicht viel. Wir müssen uns noch einmal bewegen. Hab ich irgendwas sonst noch dabei? Nee. Das scheint richtig zu sein. Da passiert was. Ah! Jetzt. Jetzt leuchten sie. Hier wird auch gespeichert. Er sagt nur, Okay, das Licht leuchtet auch nach unten. Und nach draußen. Kann ich die jetzt irgendwie benutzen? Das Ding drehen kann ich auch nicht mehr. Ich kann nur auf Sachen schlagen, wenn es wirklich dafür geeignet ist. Okay. Hat sich jetzt was getan, frage ich mich. Ist jetzt was passiert? Weil die Kammer ist hier, aber es leuchtet nach unten. Das heißt, es muss irgendwie unter mir sein. Aber ich komme ja nicht nach unten. Oder ist es jetzt ganz crazy und es hat sich was in dieser anderen Kammer getan? Da, das leuchtet auch. Ah, der Wiki ist frei. Geilo. Was ist das? Ein Kristall. Ach, und der Kristall muss in diese Vorrichtung, die wir vorhin gesehen haben. Okay, die Vorrichtung, die war hier irgendwo. Nee. Hier irgendwo. Genau, da ist die Kammer. Da muss das Ding dann da rein und dann wird es auch durch mit Licht getränkt. Und dann können wir die Pflanzen aus dem Weg schaffen. Ist absolut, also es ist eigentlich mehr ein Rätselspiel statt ein Actionspiel, aber ich finde, die Rätsel sind jetzt nicht so schwer, dass man nicht drauf kommt. Manche Sachen sind wahrscheinlich ein bisschen schwieriger zu entdecken, weil man nicht weiß, ob man damit interagieren kann oder nicht, aber the crystal I have doesn't fit here. Hä? Wieso? Okay, muss der Kristall woanders rein? Kann ihn ausrüsten. Das ist ja interessant. Gut, hier rein macht keinen Sinn. Ich bin davon ausgegangen, dass der da rein muss. Aber okay. Dann, oder der Kristall muss erst in den Stab, dann muss der Stab da rein. Dann muss ich den Stab wieder zurückbringen. Das ist eine andere Methode, die ich gerne ausprobieren möchte. Und ansonsten stehe ich mal wieder dezent auf dem Schlauch. Aber gut. Nehmen wir den mal mit. Packen den da drauf. Ja, passt. So, das war's schon. Was passiert, wenn ich den wieder mitnehme? Ich speichere nochmal, bevor ich es rausfinde. Der Eingang. Okay, dann geht's wieder zu. Ich hab's verstanden. Gut, dann weiter im Text. Das sind diese Wesen.
Wir sind da lang. Und es scheint auch der einzige Weg zu sein. This is the only way. Kann ich die Wand zerstören? Wirklich? Ja. Ich habe hier noch ein Secret gefunden. Da scheint mir ein anderer Weg zu sein. Ich gehe nochmal aber den Gang entlang, wo die Wesen lang sind, die Krötenwesen. Was? Achso. Das war hier entlang. The same set of symbols we've seen in strangely carved niches all around here matches with what is written in the oldest parchment. I believe uncertainly that they represent a destination towards somewhere significant. The symbol on this stone is illegible. Hatte sich das notiert im Tagebuch? Wait, was ist passiert? There's no glyph on this stone. Da sind sogar Symbole drauf, oh mein Gott. Okay. Ich weiß nicht ganz genau, ob ich es mir jetzt schon aufzeichnen sollte. Das irgendwie eine Bewandtnis hat. Ist da auch jedes Mal ein anderer Kopf drüber? Ja, manche sind sich sehr ähnlich. Ich glaube, die Köpfe sind nicht ausschlaggebend dafür. Wobei einer sich unterscheidet. Hier. Der Rabenkopf. Ich gehe mir erstmal mal den anderen Weg angucken. Sobald das irgendwie gefordert wird, das Rätsel, gehe ich nochmal hierhin zurück und guck mir nochmal an, was man tun kann. Aber erstmal gehen wir hier durch. Gruselig, gruselig. Ach, das Zeichen. Ja, das gab's in Call of Cthulhu. Nee, wie ist es denn? Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth. Von Bethesda. Da gab es das Symbol auch. Das war, glaube ich, zum Speichern gedacht. Jetzt erinnere ich mich wieder, wo ich das Symbol kenne. Das ist auch ein Sarg. Ein Sarkophag. Die Masken. Hier, das sind wieder die Pflanzen, da komme ich wohl erstmal nicht durch. From some of the bas-reliefs explored in the seemingly oldest structure, which had been weathered into shapeless ruins ages ago, we learned that these reptilian creatures were the inhabitants of this eon dead city. But while some of them were enshrouded in special coffins, these are standing still, glued to their vertical rock coffins with an awful-looking ooze. Curiously, they were firmly placed in the niches on some of the walls. Ja, der hier sieht wirklich nur frisch aus und da ist irgendein Schleim im Hintergrund. Es sieht so aus, als hätte er irgendwas in den Händen gehalten. Aber was? Und vor allem, wenn er was in den Händen gehalten hat, wo ist es hin? Fragen über Fragen. These ivy-like plants are blocking the way. Ja. Aber ich habe nichts, womit ich sie wegbekomme. Ich muss mir einen anderen Weg suchen. Er hier ist auch der einzige, der noch, wie gesagt, halbwegs frisch aussieht. Die anderen sind so eher mumifiziert schon.
Ich glaube, er braucht irgendwas in seiner Hand und dann gehen die Pflanzen irgendwie weg. Ich glaube, er ist mit einer Art Mechanismus verbunden. Würde ich jetzt einfach mal grob schätzen, ne? Aber kann auch echt sein, dass ich mich irre. Hier ist auch noch ein Weg. Diese Wände sehen aus, als könnte man sie zerstören. Ich zück mal die Axt. Nee, den nicht. Kann man auch nichts zerstören. Okay. Habe mich geirrt, hätte ja sein können. Da kann ich die Axt bei ihm nutzen? Ihn zerhauen? Nee, das geht nicht. Ich dachte, ich probiere es einfach mal. Okay, na gut. Ja, was nun? Ah, hier. Eine Maske. Hat er die Maske in den Händen gehalten? Könnte das der Fall sein? Eine Federmaske, die ich vom Kopf eines ewig ruhenden Skeletts genommen habe. Die verblassten Farben, die sich noch auf den mittlerweile erstarrten Federn erkennen lassen, schließen darauf, wie farbenprächtig sie einst gewesen sein muss. Achso, das ist ein Achievement. Okay. Hätte sein können, dass ich das Ding noch irgendwie brauche, aber nee. Okay, hier führt auch noch ein Weg lang. Hier ist aber nichts. Dieser unwirkliche Schleim. Sind irgendwie davon durchzogen und das ist hier überall. Okay, gehen wir mal hier lang. Jetzt bin ich wieder in der großen Kammer. Hallo? Darf ich hier lang? Oder wie ist das? Okay. Andere Wege sehe ich jetzt aber aktuell noch nicht. Kann ich den Stein nehmen und schnell weglaufen? Schnell hier reinlaufen? Geht das? Kann ich? Ich kann damit interagieren, ja. Ich kann es hell leuchten lassen. Aber ich kann es nicht mehr mitnehmen. Achso, das ist meine Taschenlampe, ich Idiot. Okay, jetzt. Haha! Fuck you! Ich hab bloß das Wuchert hier überall. Was? Das interagiert damit. Ja, cool. Das ist eine Energiequelle, was ich hier hab. Mega. Okay, dann könnte mir der. Dann könnte mir das. Könnte mir der Stein hier vielleicht weiterhelfen. The symbol on this stone is illegible. There's no glyph on this stone. Aber mit denen kann ich interagieren. I don't remember this symbol. That glyph doesn't ring any bells. The symbol on this stone is illegible. I don't remember this symbol. Warum kann ich mir die einzelnen anschauen? That glyph doesn't ring any bells. Okay, muss ich ein bestimmtes Symbol erkennen? The symbol on this stone is illegible. Ah, okay. Und hier? I don't remember this symbol. That glyph doesn't ring any bells. Okay, aber welches könnte denn eine Erinnerung bringen? Das da? This symbol is exactly the same with the one I saw in the vision about repetition of specific symbols within the caverns below the base.
den haben wir jetzt mitgenommen. Ah, okay. Weil ich kann jetzt keine andere mehr untersuchen. Ach so, vielleicht braucht der Gecko den Stein, ne? Kann mit den anderen nicht mehr interagieren. Ja, okay, cool. Das heißt ja wohl, dass das richtig war. Gut, dass wir nochmal hierher gekommen sind. Sehr gut. Ich würde mich trotzdem gerne mit unserem Leuchtkristall ausrüsten. Wie, er leuchtet nicht mehr? Ach, er muss aufgeladen werden wahrscheinlich, ne? Yeah. Cool. Vielleicht ist das Ding ja unbewusst eine Waffe. Ich kann damit... Warte mal, kann ich damit da durch? Ich werde nicht mehr. Das war die Lösung. Boah, der ist noch mehr eingesponnen. Mit dem aufgeladenen Stein hier durch. Und wahrscheinlich hat er eine begrenzte Aufladung, deswegen müssen wir ihn hier wieder aufladen. Könnte sein. Ich weiß es nicht. Interessant, interessant. Hier, da ist weiteres Wurzelgeflecht. Mach den Weg frei. Ich muss hier durch. Aufladen. Was ist das denn? What? Auswählen. Ziehe zuerst eine Linie. Space. Die müssen miteinander verbunden werden. Was denn ich? Hä? Ist da irgendwie ein Hinweis? Oh Gott, hätte ich mir das Symbol merken sollen, muss ich das Symbol nachzeichnen. Warte mal. Ein rötlicher Kristallstein aus der Vision. Kann ich mit dem irgendwas anfangen? Untersuchen mit F. Nö. Diese Pflanzen reagieren auf merkwürdige Weise auf das Objekt, wenn es hell leuchtet. Sie ziehen sich zurück und machen den Weg frei. Ja gut. Voll hell. Nee, keine Ahnung, wie ich die verbinden muss. Aber ich habe mir das Symbol aufgezeichnet. Warte mal. Ja, wenn ich wüsste, welches der Symbole das war. Ich bin unterschiedlich aufgezeichnet und ich bin mir auch nicht sicher, ob die Symbole hier so passen. Ist wie so eine Klangschale, hört sich das an. Base, ziehe zuerst eine Linie. Nutzen. Vollständige die Zeichnung.
Na gut, ich würde sagen, wir machen heute mal ein bisschen früher Schluss. Perfekt mit diesem Rätsel. Ja, ich werde nochmal versuchen, das Rätsel offscreen zu lösen. Sobald mir das gelungen ist, starte ich dann die Folge und dann gucken wir uns mal an, was die Lösung des Rätsels ist. Denn ich komme gerade nicht drauf. Es muss irgendwas mit den Symbolen, glaube ich, zu tun haben, die wir schon öfters gesehen haben, weil dieser Kristall, den wir dabei haben, bringt uns hier nichts. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder in der nächsten Folge von Conarium. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.